Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Three for the Blues, unsere Hausband, der Gino Todesco, der Felix Zindel und der Ralf Zübeli. Danke für euren Groove schon am Morgen. Danke vielmals. Ja, herzlich willkommen zu unserer ersten Advent-Matinee. Ein bisschen der anderen Art. Aber wir sind zuversichtlich. Ich bin voller Freude, dass wir hier sein dürfen. Auch ein bisschen reduziert, aber trotzdem mit vollem Schwung dürfen die Matine machen. Ich freue mich wirklich sehr. Die 50, die jetzt hier sitzen, sind so ein bisschen die Auserwählten. Die anderen 230, die jetzt nicht hier sein können, werden aber eine Aufnahme bekommen von unserer Filmcrew. Der Jordi Ricciardi, unser technischer Leiter, und der Jared nehmen unsere Matine auf und werden sie heute Nachmittag noch schneiden. Und ich hoffe, dass dann auch die anderen daheim einen kleinen Einblick bekommen. Und danke, Jordi, für deine grossartige Arbeit, die du machst. Danke vielmals. Ja, dann möchte ich mich auch bei Ihnen bedanken, meine Damen und Herren, dass Sie kommen, dass Sie uns zeigen, dass Kultur wichtig ist, dass Sie uns zeigen, dass Sie den Mut haben, zum Kommen, wie es auch für uns einfach wichtig ist, zu spüren, es hat einen Sinn, dass wir weitermachen, auch für 50 Leute, und das ist wunderbar. Dann möchte ich auch verschiedensten Menschen noch danken. Ich weiss, es sind ein paar von denen hier drin, die Mitglieder sind vom Club Bernhard. Das ist unser Gönnerverein, der im Moment für uns unheimlich wichtig geworden ist, weil wir jetzt natürlich vieles gar nicht mehr könnten finanzieren. Und die, die hier drin sind, die im Club Bernhard sind, vielen, vielen, vielen Dank. Dann möchte ich mich auch bedanken natürlich bei unseren Sponsoren, bei den Mikrokulturprozent, beim Swiss Casino, bei City Lights, bei Stil und Stile, wo uns immer die wunderschönen Blumenarrangements schenkt. Und auch der schöne Adventskranz. Und mir hat heute Morgen die Evelyn von Stil und Stile noch schnell angerufen und gesagt, sag doch den Leuten, wir haben heute bis um 3 Uhr offen. Wenn also jemand noch keinen Adventskranz hat, kann man den bei Ihnen noch holen, bei Stil und Stile. Gut. Und jetzt wünsche ich Ihnen ganz viel Vergnügen und freue mich auf unseren Moderator, den Moritz Leuenberger. Ja, guten Morgen, da sind wir also nur noch 50. Die Zahl haben wir müssen entgegennehmen, haben wir nicht können beeinflussen. Hingegen ist es dann sehr schwierig, sie zu beeinflussen. Wer bildet die 50? Wer kann kommen? Wir haben zuerst gedacht, man könnte es versteigern. Also einfach der meistbietende, die meistbietenden kommen her. Die Handelshochschule St. Gallen hat uns das empfohlen. Das sind die einzigen. Haben gefunden, ja, eigentlich mit dem Geist von der Bernhard-Gemeinde hat das nicht so viel zu tun, haben nach anderen Möglichkeiten gesucht, sind dann aufs Los gekommen und haben gemerkt, ja, das Los hätte eigentlich in der Menschheitsgeschichte eine grosse Bedeutung. Also schon in der griechischen Städte war es so gewesen, dass die Stadtregierungen zum Teil durchs Los bestimmt worden sind. Venedig, Florenz im Mittelalter auch. In Basel, 18. Jahrhundert, sind Professoren durchs Los ermittelt worden. Und zwar damit nicht immer die gleiche Familie die Universitäten beherrscht. Verlosungen, das ist ja auch etwas ganz Wichtiges. Gerade jetzt tut die NZZ zusammen mit der Weltwoche um neue Abonnements werben. Ich habe den Zettel da. Also, sie machen Reklame für, man soll bei ihnen ein Abo kaufen. Und wenn man bei ihnen ein Abo abschließt, verlosen sie nachher von diesen Abonnenten ein paar, die bekommen eine Autobahn-Vignette 2021. Also, dann wissen die alle, für was sie den Abo-Preis eigentlich gezahlt haben. Auch die ukrainische Nationalmannschaft hat gesagt, also sie hätte lieber einen Losentscheid, sie hätte ja sollen gegen die Schweiz spielen, und dann hat ein Kantonsarzt kurzerhand gesagt, sie seien alle positiv und dürfen nicht spielen. Und nachher, am Tag nach dem Spiel, das nicht stattgefunden hat, sind sie alle wieder negativ gewesen und haben dann als Folge davon verloren. Dann haben sie gesagt, ja, also nein, dann wäre es Los die gerechtere Lösung gewesen. Und so haben wir dann also das Los genau, und sie, die jetzt da sitzen, sie sind die Auserwählten.
also auserwählt, nicht vom lieben Gott, weil das haben wir uns auch überlegt, sollen wir den lieben Gott fragen, wer da darf kommen, aber er ist wahnsinnig engagiert im Abstimmungskampf. Sie wissen, dass der Grossmünsterpfarrer Christoph Sigrist hat gesagt, der liebe Gott wäre für die Konzerninitiative. Und ja, mit dieser Konzerninitiative ist es ein bisschen ähnlich wie mit der Zuschauerzahl da. Wir haben jetzt 5 Jahre 400 Zuschauer gehabt. Das letzte Mal haben wir auf 270 reduzieren, jetzt auf 50. Und bei der Konzerninitiative, die hat auch angefangen mit 70% Zustimmung, nachher 60%. Und jetzt ist es 49, 51, man weiß nicht. Heute entscheidet sich, also heute ist der letzte Tag und dann hat der liebe Gott natürlich engagiert und muss sich heute jetzt noch für die letzten Stimmen einsetzen. Also ich selber bin natürlich froh, dass der liebe Gott für die Initiativen ist, also dass er sich da meiner Meinung angeschlossen hat. Ich bin ja auch dafür. Ich muss sagen, es war leider nicht immer so in meinem Leben. Also beispielsweise, wo ich den Lötschberg-Basistunnel eingeweiht habe, der wird ja dann immer gesegnet von einem katholischen Priester oder Bischof. Das mal war der Bischof von Sitten gewesen, und der hat bei dieser Segnung gesagt, der liebe Gott wäre dafür, dass der Lötschbergtunnel zweispurig bis zum Schluss ist. Wir haben aber am Schluss nur eine Spur geplant, ist ein Kompromiss gewesen. Ich bin mir natürlich dann schon ein bisschen blöd vorgekommen, oder? Also, dass jetzt der liebe Gott da eine andere Meinung hat. Und ich habe damals nur können sagen, wir tun dann vielleicht Kollekten im Bundeshaus für die zweite Spur reservieren das nächste Mal und habe gehofft, so ein Fegfeuer können. Ich frage mich aber überhaupt, bei welcher Gelegenheit mischt sich dann eigentlich der liebe Gott direkt ein mit einer Parole zum Beispiel und bei welcher nicht? Also zum Beispiel Fußballstadion Zürich, oder? Also darum haben wir jetzt etwa 4 oder 5 Mal müssen abstimmen, weil er nie genau gesagt hat, was er eigentlich will. Aber in die Fußballmatch selber, da mischt er sich dann ein, oder? Also das haben wir ja jetzt beim Tod von Maradona wieder ganz deutlich gesehen. Da mischt er sich dann ein, aber uns lasst er hängen. Oder ich denke, gratis baden. Also, das nehme ich jetzt noch Wunder, was er findet. Sollen wir, ich meine, sehe Genezareth und Jesus, wo im Wasser gelaufen ist, und Taufe und all das Zeug. Also, das nehme ich jetzt Wunder, was er dort findet. Aber es ist halt ein bisschen so, immer wenn er sich dann einmischt, dann bekommen die Menschen Streit, furchtbaren Streit. Und da denke ich, ja, die alten Griechen haben es doch eigentlich einfacher gehabt. Jetzt sagen wir mal Kampfjet. Dann muss man einfach den Mars anbeten, das ist der Kriegsgott. Das ist ja klar, der Kriegsgott ist für den Kampfjet. Und dann gibt es nachher nicht so einen Mais. Oder Homo-Ehe. Ja, dann fragt man einfach die Aphrodite, das ist die Liebesgöttin, das ist klar, dann weiss man, die ist dafür. Und dann nachher kann man nicht lange, dann versteht man, dass die muss dafür sein. Oder die NZZ, oder wenn sie wieder Subventionen braucht für ihr Filmfestival, 750'000 für die Kurzarbeit. Und sie ist ja eigentlich gegen Subventionen, also bei den anderen. Und dann kann sie einfach zum Merkur gehen und danach ist alle Gewissensbissen dann erledigt. Und wenn der Merkur sogar dort würde Nein sagen, dann findet man einen anderen Gott. Das ist irgendwie, habe ich immer das Gefühl, ist dann, wenn man ein einziger Gott, der Monotheismus, führt dann nicht automatisch zu straffen Hierarchien und ein bisschen zu einem Absolutismus und verdreht sich dann Demokratie damit? Das ist eine Frage, die mich dann beschäftigt hat. Und darum bin ich wahnsinnig froh, ist mein erster Gast jemand Kompetenz, wo man darüber Auskunft geben kann. Es ist Rita Famos, sie ist neu gewählte Präsidentin von allen Protestantinnen und Protestanten, alle Reformierten in der Schweiz, jetzt Amt noch nicht antreten, darum geht es im Moment noch sehr gut. Trotzdem hat sie wahnsinnig viel zu tun. Also ich kann keine Zeitung aufmachen, das ist ein Interview von ihr drin. Also sie hat im Moment, und dann ist noch erst ein Advent, und das ist für eine Pfarrerin, dass man dann in ein weltliches Theater geht, schon auch noch ein bisschen. Also ich bin sehr, sehr dankbar, dass sie heute zu uns kommt und ich bitte Rita Famos zu uns herzlich willkommen. Da ist das Mikrofon. Wir sitzen heute,
haben Sie vielleicht gemerkt, ein bisschen auf anderen Stühlen. Sonst haben wir so Gorbis in Stühlen, wo wir drin versinken. Die sind heute aus irgendwelchen Gründen nicht geliefert worden. Darum sind die SBB-Stühle genommen worden, die im Moment in Funktion sind, weil da ein Theater von Franz Höhler, ÖV, aufgeführt wird und eigentlich die meisten Szenen sind dann auf Spielen zwischen Passagieren, die da drauf sitzen. Jetzt sonst im ÖV, wir müssen uns ein bisschen umgewöhnen, oder? Im ÖV ist eigentlich Maskenpflicht. Oh ja, und jetzt ist aber so, es ist ja nicht ÖV, sondern wir sind ja jetzt im Theater und ich muss mich auch ein bisschen umgewöhnen, weil wenn ich Zug fahre, gehe ich ins Ruheabteil und irgendwie kann ich gar nicht reden ab so einem Stuhl, aber ich muss mir jetzt ein bisschen Mühe geben und trotzdem. Willkommen, Rita Famos. Jetzt gerade mal heute Konzerninitiative, grosse Diskussion innerhalb von der reformierten Kirche, weil zum Teil vehement die Ja-Parole vertreten ist. Wird jetzt die Diskussion nach dem heutigen Abstimmungsresultat, wie es immer rauskommt, wird sie weitergehen? Wird das noch aufgearbeitet, der Mais, der da zum Teil ausgebrochen ist? Ja, guten Morgen, Mittag. Ja. Hat mich auch das Los bestimmt? Oder hast du gelesen, wer jetzt kommt? Ja, nein, Gäste sind. Nein, bei den Gästen habe ich den lieben Gott gefragt. Nein. Er hat gesagt, nimm sie. Nein, okay, bitte. Oh, nein. Er hat gesagt, das wird super. Okay, gut, danke. Ja. Ja, die Covid, genau. Wie soll ich sagen, eine lebende Kirche, da fliegen auch mal die Fetzen und das finde ich gut. Es ist eben so, bei den Griechen, da streiten sie im Himmel, oder? Wenn du jetzt den Merkur fragst, dann hat natürlich die Aphrodite etwas dagegen, die Göttin von der Liebe, oder? Ganz und dann fetzen sie dort. Und bei uns ist es jetzt halt einfach da runter delegiert worden, da fetzen sie halt in der Kirche. Und zuerst einmal, wenn es fetzt, oder seit 500 Jahren fetzt bei uns, fliegen die Fetzen zwischen, das macht uns jetzt nicht gerade, das ist jetzt nicht gerade unser Untergang. Und wenn so leidenschaftlich gestritten wird, ist das eigentlich immer ein Zeichen, da ist Leben, da ist Leidenschaft, da ist das Ringen um die richtige Lösung. Und das finde ich zuerst mal schon gut. Und weißt du, was finde ich auch noch gut? Irgendwie sagt man immer, ist jetzt die Kirche noch relevant oder nicht? Aber irgendwie haben sie ein bisschen Angst vor uns. Also es ist jetzt ein bisschen gefährlich, wenn die Kirche sich einmischt. Also dann macht es doch etwas aus, ob sich die Kirche einmischt oder nicht. Also von dem her finde ich es spannend. Es wird sicher weitergehen. Oder? Ich finde, wir sind alle, die Konzernverantwortungsinitiative zeigt etwas, wo wir als Gesellschaft drinnen stehen. Weil es hat sich auch das politische Verhalten verändert. Es fliegen ja nicht nur die Fetzen bei uns in der Kirche, auch in den Wirtschaftsverbänden, in den Parteien. Politik wird jetzt auch durch grosse NGOs betrieben, durch Lobbyorganisationen. Das ist neu. Und mit dem, an das müssen wir uns ein bisschen gewöhnen. Und ich habe das Interview mit der Frau Rühl gelesen, wo ich dachte, der geht es gleich wie uns. Oder? Früher hat einfach die Economie Suisse oder der Vorstand, oder wie heisst es? Vor Ort, haben sie einfach eine Parole durchgegeben und dann haben alle ihre Mitglieder genickt. Und jetzt ist es anders, oder? Und mit dem kämpfen wir. Und das müssen wir auswerten, um zu dir die Frage zu kommen. Vielleicht Anfangsjahr, müssen wir dann mal schauen, wie gehen wir eigentlich in Zukunft um mit so Situationen. Aber eben, es sind eigentlich zwei Sachen, wo sich bei mir doch auch Fragezeichen. Ich bin ja sehr dafür, auch dass die Stellungnahme erfolgt ist. Aber dann frage ich mich, bei welchen Sachen soll dann die Kirche richtig gehende Parolen rausgeben und bei welchen soll sie das nicht? Weil es gibt ja auch kleine Abstimmungen, sage ich, Gemeindeabstimmungen und so, die sind auch von grosser Bedeutung, haben eine ethische Relevanz. Und dort sagt man dann nicht da, hat man es jetzt gesagt, oder? Wo sagt denn die Kirche, ja, ist jetzt das nicht so wichtig, da tun wir uns jetzt nicht entscheiden, da sollen die Leute selber und da helfen wir jetzt ein bisschen an. Und gibt es da irgendwelche Kriterien, um das auszuscheiden? Also das Motto von der Reformierten ist ja selber denken. Und ich finde eigentlich, die Kirche, die Parolen rausgibt, bin ich ein bisschen zurückhaltend, ganz ehrlich gesagt. Ich finde,
was die Kirche muss, ist Themen aufs Tapet bringen. Oder? Wir arbeiten nach bei den Menschen, mit der Seelsorge, mit der Diakonie, mit unseren Hilfswerken international. Da sehen wir, wo das Problem nicht nur Problem von einzelnen Menschen sind, sondern strukturelle Probleme. Und das aufs Tapet bringen, das finde ich, das gehört zu unserer Aufgabe. Und nachher geht es darum, die politischen Parteien und Politik Lösungen erarbeiten. Und nachher geht es eigentlich darum, die Lösungen in Dialog zu bringen mit unseren Werten, mit unseren Schriften. Das ist unsere Aufgabe. Und eine Art also, wie das Rüstzeug geben, dass man sich eine Meinung kann bilden kann. Genau, also du würdest sagen, es gehört ein bisschen dazu, die Diskussion um eine Lösung soll man den Leuten ermöglichen, Hilfe leisten, sie auf den Weg bringen, wie sie sollen abwägen und nicht, dass man eine Parole rausgibt, wo man sagt, du musst, ja, und sonst tut dich dann der liebe Gott bestrafen. Also genau, das ist ein bisschen zugespitzt, weil ich weiß auch gar nicht, wieso der Christoph Sigrist so etwas sagt. Oder? Ich glaube, das ist auch ein bisschen so in einem... Es war auch ein bisschen ironisch ja, genau, von ihm, oder? Genau, das muss das man auch klar sagen. Also ja, zu seiner genau Entschuldigung ist es auch ein bisschen ironisch gewesen. Nur, die Ironie... Sagt auch immer etwas, ja. Ja, aber die Ironie ist immer auch wieder das Gefühl, es gibt immer wieder Leute, die das nicht verstehen und wenn sie sagen, aha, der Herr Pfarrer hat gesagt, ich muss. Genau. Und dann, wird's, ja, dann ist es dann nicht mehr typisch protestantisch, könnte genau man sagen. Oder die Kirche ist ein Ort, wo wir uns sollen auseinandersetzen mit unseren christlichen Werten, unseren Glauben teilen und das nachher... Unsere Mitglieder beschäftigen die Frage, wie soll man stimmen bei dieser und bei dieser Frage und dass man nachher sagt, okay, wir führen Podien durch, wir schauen, was sagen unsere Werte, was sagt unsere Geschichte, sagt sie überhaupt etwas dazu und dass man dort Diskussionen führt, das finde ich wichtig. Und deine Frage, bei welchen Themen soll man sich dann einmischen? Es gibt einfach Themen, da merken wir, da brodelt es bei unseren Mitgliedern und da fragen sie auch. Oder, also nicht im Sinn, was soll ich stimmen, sondern wie verhalten wir uns da? Und die nehmen wir auf. Und das ist aber kein Gewichtig. Oder? Also es gibt alle Abstimmungen, ja, geht es um etwas Wichtiges. Aber es gibt solche, die näher an unseren Themen sind und solche, die weiter sind. Und meine, Konzernsverantwortungsinitiativen, das haben unsere Hilfswerke geholfen, aufs Tapet bringen, dass man die Konzerne in die Verantwortung nehmen muss. Und das ist klar, dass wir nachher uns da auch dazu verhalten. Ja. Und jetzt, also, du hast vorher gesagt, du hast auch ein bisschen Mühe mit einer simplen Parole, die die Kirche rausgibt. Und schon gerade gar nicht, dass sie sagt, der liebe Gott will sie so. Ja. Also mit dem hättest du ein bisschen Mühe. Du würdest eher den Diskurs fördern, oder das Gewissen schärfen bei den Leuten, damit sie selber zu einer Entscheidung kommen. Jetzt ist ja... Zum Teil sind so Parolen jetzt an der Kirchentürme gehangen, oder? Also vor lauter Engagement. Jetzt sagen wir einmal, es geht mir jetzt ein bisschen um deine neue Funktion. Oder? Also du hättest jetzt eher ein bisschen die Überzeugung, man muss den Diskurs fördern und muss nicht einfach simple Parolen rausgeben. Jetzt, wenn du das in der protestantischen Kirche als neue Präsidentin ein bisschen möchtest fördern, hast du jetzt so eine Möglichkeit und wie äußert sich das? Ich frage es darum, weil wir selber an die Strukturen von der Kirche nicht so ganz klar sind. Die Strukturen sind einfach. Dir als Bundesrat muss ich das gar nicht erklären. Bei den Reformierten sind die Strukturen genau gleich wie beim politischen System. Wir haben Gemeinden mit dem Gemeindeparlament, mit dem Gemeinderat, nachher haben wir Kantonalkirchen mit den Kirchenräten, die den Regierungsräten entsprechen und den Synoden, die den Kantons, also den Parlament. Und dann haben wir die nationale Ebene, wo wir ja jetzt so einen Sprung machen, vergleichen es ein bisschen mit 1848 vom Kirchenbund zur evangelischen Kirche Schweiz, vom Staat, zum Bundesstaat. Oder? Also in dem Sinn... haben wir ein föderales System, wir haben nicht ein Top-Down-System, sondern ein Bottom-Up. Und ich kann einfach Anregungen geben, zum Nachdenken, ist das wirklich gescheit, wenn wir jetzt da von den Kirchenbanner oben runterhängen, von der Kanzel verkünden, was wir jetzt so abstimmen. Aber du könntest nicht sagen, also das geht nicht, Parolen an den Kirchentürmen, das wollen wir nicht,
und dann wird das durchgehen und dann passiert das nicht. Nein. Das geht nicht. Nein. Aber liegt das jetzt eher an der föderalistischen Struktur? Also weil dann, sagen wir mal, die kantonale Kirche, ich sage jetzt Genf oder Zürich, eine andere Meinung haben? Oder ist es, weil er die Macht gar nicht haben? Es ist am föderalistischen System, ja. Also wo wir sagen, jede Kirche hat auch noch ihre Autonomie. Und wir wollen einfach jetzt die nationale Plattform nutzen, um zu sagen, gibt es auch Themen, wo wir uns abstimmen können, wo wir miteinander... Aber ja, du... Aber könnte jetzt zum Beispiel die Kirche Neuchâtel, könnt ihr sagen, wir machen das und dann könntet ihr gar nichts machen? Das ist ihre Hoheit. Ja, ja. Das heisst... Die Stellung vom, ich sag jetzt mal, vom Bundesrat von der Kirche, ja. Wo du jetzt die Präsidentin bist, ist mehr auch wieder eine ratgebende. Also es gibt dann kein Element, wo ihr etwas gesamtschweizerisch durchsetzen könnt? Nein, es muss einfach nachvollzogen werden von den Kantonalkirchen. Wir können aber einen Konsensbildungsprozess anstoßen für gewisse Themen, ja. Aber wir können es nicht diktieren. Ja. Du hast mal einen schönen Text geschrieben, oder ich glaube, deine Abschiedsrede war, das schweizerische System ist das anspruchsvollste, aber das Beste irgendwie so, gell? Kann das sein? Ja, ja, ich bin froh, dass das jemand gehört hat. Ja, das habe ich gelesen, irgendwie in diesem schönen Büchlein. Übrigens hat es noch andere schöne Texte drin. Und ich finde, die reformierte Kirche ist ein bisschen kompliziert, weil wir eben nicht einfach einen Bischof haben, der sagt, so ist es. Oder noch schlimmer, ein Lehramt oder ein Papst, sondern wir sind miteinander eine basisdemokratische Organisation. Und das ist echt kompliziert, das geht lang, bis sich da Meinungen bilden. Aber vielleicht die wir uns gefunden haben, die verheben dann vielleicht auch besser. Mhm. Und der Feind geht dann bei den Katholiken, wenn der Bischof etwas sagt, wo die Basis nicht einverstanden ist, geht der Feind gleich weiter. Also in dem Sinn muss man sich fragen, welches System einfacher ist. Wie ist jetzt das, was sind deine Pendant? Also auf jüdischer Seite habe ich die im Reformiert mit dem Ralf Lewin gesehen. Jetzt weiss ich gar nicht, ob er das ist oder ob er ein Beispiel ist. Und wer ist denn eigentlich auf katholischer Seite? Wer ist dein Pendant auf katholischer Seite in der Schweiz? Sehr wahrscheinlich ist das der Präsident von der Bischofskonferenz. Der wechselt ja im Turnus. Im Moment ist es der Felix Gmür, der Bischof von Basel, der mein Pendant ist. Und sie haben ein bisschen wie der Bundesrat ein Turnussystem und wir haben ein anderes System. Also ich bin jetzt gewählt für eine Amtstour und muss nachher wieder gewählt werden. Im Moment ist es bei den Katholiken der Bischof Felix von Gmür, Basel, Felix Gmür. Und auf jüdischer Seite ist der Ralf Lewin. Ja, der Ralf Lewin, das ist auch ein bisschen anders organisiert. Ja. Aber er ist der Präsident von diesem Verbund, von der jüdischen Gemeinde. Und in dem Sinn ist er mein Gegenüber. Und es war ein super spannender Spaziergang mit ihm. Wir sind durch Basel und haben über die Rolle der Religion in ihrer modernen Stadt. Es war total spannend gewesen. Ich freue mich auch, wir werden ihn im Rat der Religionen wieder treffen. Das wird spannend. Ja. Ja. Aber wobei, bei den Katholiken gibt es natürlich auch gewisse demokratische, also zum Beispiel der Papst hat ihn ja jetzt für Chur ein paar vorgeschlagen und sie wollen überhaupt keinen, weil das ist progressiv, was aus Rom kommt. Also ja, das sie sind zu Chur päpstlicher als der Papst. Ja. Aber gut, also das ist ein bisschen heikel. Ich will mich auch nicht über Abwesende. Genau. Ich kann nur sagen, es sind also schon einige Vertreter von der katholischen Kirche da auf der Bühne gewesen. Die Mehrheit sogar. Also Mehrheit. Es sind zwei Abt unter anderem. Also nur zum Sagen, es ist also nicht etwas so, dass... Das finde ich super, das ist ja. Nicht, aber jetzt, wo ich da... Das, die Zeitung von dieser Woche ist noch etwas Ding und dachte, hey, also ja. Mir freut es, dass du da unser Mitgliederblatt so intensiv lesest. Ja, geil. Man sieht, als Pfarrsohn. Ich musste ihnen aber auch schreiben, bekomme ich endlich auch eine, oder? Das bekommen sie ja nicht alle. Da zahlt man Steuern und muss dann noch betteln. Gut, das ist etwas anderes. Aber was ich da gesehen habe, der Roboter in der Kirche löst eine Debatte aus. Und jetzt ist in der Stadtkirche Winterthur ein segnender Roboter eingesetzt worden. Der heisst Bless You Too. Also, You Too ist mit U-2 geschrieben. Ja, ja. Und
der hat das Sagen ausgesprochen. Also ich meine, selbst ich, also ich, ja, ich habe auch ein Handy, aber irgendwie, ist ja. Das jetzt, gibt das auch Diskussionen, so Zeug, oder ist jetzt... Ja gut, das ist so ein bisschen, oder Digitalisierung haltet nicht vor der Kirchentüre an. Und, aber ich meine, das ist so ein ein Versuch. Es kommt ja so ein Segenswort raus, wo ich jetzt also auch finde, es gibt Grenzen von der Digitalisierung. Und der Segen ist, glaube ich, mehr als einfach etwas Digitales. Das ist etwas sehr Analoges. Ein Versuch, der sich wahrscheinlich vorläufig nicht wird durchsetzen. Pfarrmangel ist natürlich Pfarrmangel. Ja, genau. Es ist ja wieder Pflege. Oder? In der Pflege ist es, werden wir ja auch nicht von einem Roboter bedient werden. Werden aber. Zunehmend. Empathischen Robotern, ja. Die noch Gefühle vermitteln, die programmiert Grenzen. Sind. Das sind keine echten Gefühle, also, sondern sie sind programmiert. Eher tue ich mir diesen Alterswege-Organisationen. Ja, also das wäre dann die Frage, wer so einen segnenden Roboter programmiert, das wäre dann eigentlich... Ja genau, das ist die Frage und der geht ja der Streit los. Genau. Macht das der Kanton oder macht das... Ja genau, das müssten wir uns dann eben ausdiskutieren. Jetzt noch geschwind, wir haben vorher noch... Wir dürfen jetzt nur noch 50 Leute haben. Wie ist es bei euch? Also wie geht ihr mit dem um? Also in den Predigten, die ja sonst, ich weiss, oder? Das ist, da kommen Hunderte. Wie geht denn das jetzt? Also wie bewältigt ihr das? Also zu diesen Sprüchen wegen der leeren Kirchen möchte ich sagen, am Sonntagmorgen kommen mehr Leute in den Kirchen zusammen als am Samstagabend im Fußballstadion in normalen Zeiten. Muss man mal sehen, wir haben halt einfach ein bisschen viele Filialen. Wie geht jetzt die Rechnung? Wenn man alles zusammenzählt. Aha, ja. Das ist mal das. Wir machen uns, glaube ich, schlechter, als wir sind. Aber das ist ja auch unser Problem. Wir sagen vielleicht zu wenig, wer wir sind. Gut, aber deine Frage ist, wir haben oft die Zahl 50, ist klar. Wir gehen ähnlich um wie hier. Mit diesen 50 feiern wir die aber nicht los. Das ist ein bisschen heikel. Jetzt bei uns, oder? Ja. Wir sagen einfach, gut, first come, first served. Aber man kann sich melden und viele Kirchen, also jetzt in Fraumünster, hat es zweimal geläutet heute Morgen, machen wir um 10 und um 11. Und nachher wird es auch noch gefilmt. Ah, in den Kirchen wird es repetiert, oder? Ja, machen wir es zweimal. Ich dränge jetzt auch, ich werde dort auch noch im Einsatz. Also, als ich noch Kind war, haben wir gerade Pfarrerpredigt nicht zweimal, aber das stimmt ja nicht. Das ist eine Ausnahmesituation. Ja. Wobei, es ist schon ein bisschen, wie soll ich sagen, oder? Die Zahl 50 gilt für das Kirchli von Kiburg wie für das Fraumünster, wo muss sagen, ist jetzt auch ein bisschen speziell. Und wir werden dort schon auch schauen, also kann man es nicht auch vom Grösse, vom Raum abmachen. Und jetzt da noch einmal ein Sprung, oder? Soeben ist in den USA, das oberste Gericht hat gesagt, die Beschränkungen für Kultus, also für Kirchen, gehen nicht. Das sei nicht zulässig. Man dürfte das nicht beschränken. Und jetzt bei uns kann man, glaube ich, da gar nicht ans Bundesgericht gehen oder so. Aber gleich. Gibt es da einen Protest von den Kirchen? Also insbesondere Predigten mit 50, das ist ja das eine, aber das andere war auch bei Beerdigungen, sind Einschränkungen gekommen und das ist dann den Leuten schon eingefahren, oder? Dass man an der Beerdigung nicht mehr zusammenkommen darf. Und birgt das jetzt nicht auch einen Konflikt Kirche und Staat? Und hat sich da die Kirche, hat sie sich gewehrt? Oder was läuft da ab oder schluckt man da? Nein, also da läuft natürlich hinter den Kulissen schon viel, oder? Dass man das Gespräch sucht. Also ich bin jetzt im Kanton Zürich noch involviert, oder gerade bei den Beerdigungen, da haben wir gesagt, das geht eigentlich nicht mit 5, oder? Das war am Anfang die Devise in der ersten Welle und da sind wir schon vorstellig geworden und gesagt, dass wir müssen Schutzkonzepte erarbeiten, aber das ist etwas, was also nicht menschenwürdig ist, oder? Und gleichzeitig sind wir als Kirche, wir haben 2 Millionen Mitglieder, wir reformiert, oder? Sind wir ein Teil von dieser Gesellschaft und sind auch solidarisch mit dieser Gesellschaft. Und es ist wichtig, dass wir uns da nicht darüber hinwegsetzen. Aber es ist etwas, was man muss verhandeln, wo man schauen muss. Also es gilt der Religionsfreiheitsartikel und die Religion muss man können ausüben. Aber wir sind auch findig, wie kann man das gleich machen. Also wir haben jetzt eine wunderbare Aktion «Trotzdem Licht», also Weihnacht. Wie kann man Weihnacht feiern, auch wenn jetzt halt Pandemie ist?
und die Best Practice sammeln und gibt wunderbare viele Ideen. Und ich muss sagen, es hat uns auch einen Kreativitätsschub gegeben. Also jetzt das Corona eben mit denen, also jetzt Weihnachten, ist unglaublich, was da alles passiert, was sich die Gemeinden ausdenken. Und das finde also ich auch gut. Auch da nicht einfach ungehorsam gegenüber so einer staatlichen Verfügung, weil man sie nicht in Ordnung findet, sondern nachher eine Diskussion, weil man sagt, es sind ja auch andere davon betroffen und wir sind auch Teil von dieser Gesellschaft. Also auf deren Ebene eigentlich auch wieder ein öffentlicher Diskurs statt eine Konfrontation mit den Behörden, die so etwas angeordnet haben. Ein öffentlicher Diskurs oder eben auch Verhandlungen hinter den Kulissen. Man kommt ja Mail, oder jetzt, ich bin zwar noch nicht im Amt, aber man kommt Mail von den einen, die sagen, die Kirche muss endlich sich einsetzen, dass sie da können mehr Leute Weihnachten feiern. Und dann kommt von den anderen, und die Kirche muss doch auch solidarisch mit der Wirtschaft sein. Also, aber wir sind ein Teil von dieser Gemeinschaft und von dieser Gesellschaft, und alle unsere Mitglieder sind gleichzeitig auch Bürgerinnen und Bürger. Mhm. Und das ist ein Abbild von dieser Gesellschaft. Wann trittst du dein neues Amt an? Am 1. Januar. Am 1. Januar? Ja, ja. Also bei den Bundesräten sagt man ja, die sagen es von sich selber auch, die schönste Zeit von ihrem Amt ist immer zwischen der Wahl und Amtsantritt. Genau. Oder? Also von daher bist du jetzt, hast es jetzt noch schön. Ja, genau. Und wir wünschen dir alle alles Gute. Und jemand soll dich auch weiterhin begleiten und dich daran erinnern, dass es eine schöne Zeit war jetzt, vor allem jetzt auch im Bernhard-Matinee, und wird dich weiterhin auf diesem schwierigen Weg begleiten. Jö. Und ich überreiche dir hiermit. Ja, also, gell, es ist ein Bernhardiner. Ja, ja, es ist ein Bernhardiner. Und danke dir vielmals, dass du zu uns gekommen bist. Danke vielmals für die Einladung. Merci. Danke. Ich habe es schon gesagt, es ist ein bisschen prägt aus Bühnenbild, und also ihr habt da noch die Haltestelle gesehen und eben die Uhr und die Sitz vom öffentlichen Verkehr, einem Theaterstück von Franz Holder, wo so eben seine Uraufführung auch vor 50 Leuten gefunden hat. Innerhalb von dem Theaterstück gibt es auch Musikbeiträge, das geht das eine ins andere, und der Dario Malher ist unser erster Gast, wo das Tram auf Afrika, ein Stück von Franz Holder, in dem Stück ÖV uns vorsingt. Bitte mal schauen. Hey, nein, er ist schon. Auch das ist neu, ja. Willkommen. An einem Tag, wo der Nebel bis in die Köpfe hineinkreucht und alles grau ist und kalt, fährt ein Selfie-Tram durch die Bahnhofstrasse und speuzt bei jedem Halt ein paar traurige Gestalten aus den Türen aus und saugt ein paar andere ein. Die Leitstelle teilt in einer Durchsage mit, es sei jetzt 20 ab 3. Zuhinterst sitzt ein schwarzes Paar mit farbigen Kleidern an. Sie trägt ein Turbantuch auf dem Kopf, ein geschecktes Mützli der Mann. Auf einmal fährt sie leislich an Summen. Ja, da, 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 da. Ja, da, 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 da. Er pöppert den Takt dazu, da dreht sich ein Pensionierter um und kifflet, gebt ihr endlich Ruhe. Wenn ihr wollt singen, dann könnt ihr ja gehen, dann geht doch auf Afrika. Die Musik bricht ab, es wird still im Tram auf dem Weg nach Zürich Nord. Draussen fährt der Pestalozzi vorbei und niemand sagt ein Wort. Hauptbahnhof gibt den Lautsprecher durch, ein paar Plastiktaschen steigen ein. Der Alt bleibt hocken und die Schwarzen auch, und sie schauen ein bisschen vergelstert rein.
Aber kaum ist der Wagen wieder in Fahrt, fährt der Gesang ganz fein wieder an. Ja, da, 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 da. Ja, da, 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 da. Und durchs ganze Tram schleicht irgendetwas wie Heimweh nach Nigeria. Der Kifli sagt zu seinem Jass-Kolleg, die Keiben haben einen harten Grind. Aber der gibt zur Antwort, lass sie doch singen. Und auf einmal ruft das Kind: Du Grossmama, sag ich das da, das Tram auf Afrika? Und wo das Tram im Nebel über die Limmat überfährt, ist sie fast so breit wie der Nil. Was ist das dort in der Nähe vom Ufer, ein Böti oder ein Krokodil? Grossmutter lacht und zeigt ihrem Enkel das grosse Verwaltungsgebäude. Das Viech, das dort auf den Stegen steht, ist auf alle Fälle ein Leu. Allemal sagt Grossmama, fahrt das Tram auf Afrika. Bärli wird langsam chli stärker, der Mass um die zweite Stimme. Ja, ra, 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 ra. Ja, ra, 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 ra. Das Kind singt mit und Grossmutter auch und der Kifli hört man nimmer. Beim Beckenhof bleibt das Tram ein chli stehen, denn es kommt beladen und schwer. Unter dem Geschrei von der Treiber und dem Bellen von der Hunde Kamelkarawane daher. Hey, schau da, sei Grossmama, das Tram auf Afrika. Der Gesang nimmt zu und am Schaffhauser Platz steigt die Schuppel schwarze Frauen ein. Die haben Kinder auf dem Rücken und Krüge auf dem Kopf und ein Tambourin dabei. Gleich singen alle zusammen, der Jass-Kolleg schaut auf und fährt intakt auf den Boden antrampeln. Am Bucheckplatz bleibt es ein Weile rot, denn es hocken den Aff auf der Ampel. Gell, Grossmama, gell, Grossmama, jetzt sind wir in Afrika. Aus dem Käferbergdschungel hört man Tiger brüllen ums Radiostudio. Es ist ein mächtiger Termitenhügel und der Chauffeur fragt sich wo. Dass er noch soll halten, weil quer über Gleis huscht der Zebraherde vorbei. Da dreht er die Lautsprecher gewaltig in die Höhe und ruft laut und fröhlich drein. Das Tram ist da, das Tram ist da, das Tram auf Afrika. Ra, 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 ra. Ja. Geradeaus wäre jetzt Oerlikon im Nebel gelegen, doch auf einmal löst er sich auf. Wo Passagiere sehen, was vor ihnen liegt, dann nimmt es ihnen fast den Schnuff. Unter stechender Sonne eine unendliche Steppe mit Gazellen und Giraffen drin. Wo der Bahnhof wäre, ist ein Dorf mit Palmen und der Chauffeur meint, er spinnt. Das Tram ist da, das Tram ist da, das Tram auf Afrika. La la gelando boat, gelele 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 la la gelando boat. Da ist dann Stationski der großes Hallo und Pitz rührt alle fast um. Das Bärli wird begrüßt wie die Könige vom Dorf und der Kifli schaut chli dumm. Aber die Dorfleute lachen, geben allen die Hand und der Grossmama einen Kuss. Der Sänger und seine Frau bedanken sich für die Fahrt und dann singen sie zum Schluss. Stram, 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 ein Elfer mehr oder weniger im Zürcher Nebel, das spielt jetzt auch keine Rolle. Dorfkind spielt schon mit dem weißen Kind. Der Jass-Kolleg versucht seinen schwarzen Freunden den Schieber beizubringen. Mit französischen Karten. Auf einem grossen Feuer brodelt in einem grossen Topf ein grosses Hühnergericht und duftet durchs ganze Dorf und alle sind eingeladen. Der
Kifli fragt, ob er noch telefonieren könnte. Und dann will er von seinem Chauffeur wissen, wenn der wieder zurückfahre. Aber der tanzt mit allen seinen Fahrgästen und ruft ihm zu: Das Tram bleibt da, das Tram bleibt da, das Tram bleibt in Afrika. Ja, das Tram bleibt da, das Tram bleibt da, das Tram bleibt in Afrika. Ja, ra, 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 ra. Delio Malher, wir sind sehr froh, dass wir ihn noch einmal hören dürfen, heute Morgen gegen das Ende der heutigen Matinee. Jetzt kommt unser bewährtes Duo, nicht aus Afrika, sondern die beiden Filmkritiker. Sie werden sich den neuen Gegebenheiten, dass man eben in den Kino auch ein bisschen beschränkten Zugang hat, anpassen und uns nicht. Da sind sie ja. Ja, hallo miteinander. Nicht nur die Theatersituation ist eine spezielle. Ihr seid ja auserwählt. Gratulation. Auch die Kinosituation ist sehr, sehr speziell. Die Lieferkette stockt. Es kommen nur noch wenig Filme. Blockbuster aus Hollywood fehlen fast ganz. Reden wir darum heute ein bisschen über das Fernsehen. Es gibt nämlich auch einen guten Grund. Exakt heute, auf den Tag, genau vor 50 Jahren. Am 29. November 1970, du erinnerst dich, ist zum ersten Mal folgende Musik über den Bildschirm geflimmert. Genau heute vor 50 Jahren. Ja, auch heute Abend tönt es so. Komponist übrigens Klaus Doldinger. In der Originalaufnahme am Schlagzeug der Udo Lindenberg. Ja, Udo Lindenberg. In der Originalversion. Man hat es dann zwischendrin natürlich müssen, aus tontechnischen Gründen neu aufnehmen. Da hat er nicht mehr mitgespielt. Also, eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte. Es gibt meines Wissens nach keine Serie im deutschsprachigen Raum oder sogar auf der Welt, die dermassen lang ohne Unterbruch gelaufen ist. Also, ich sage es klar, für mich ist Tatort jeden Sonntagabend Pflicht. Das ist ein Ritual. Wie sieht das bei dir aus, Wolfram? Für dich ist das vielleicht Pflicht, für mich nicht. Ich finde es ein Albtraum, jeden Sonntag oder fast jeden Sonntag. Ich habe fast damit gerechnet. Dieser Tatort hat sich wie ein Krebsgeschwür inzwischen in jede Provinzecke vorgetastet. Also es gibt kaum noch irgendeine kleine Ortschaft, wo nicht auch irgendein Kommissarenpaar sich verpflichtet fühlt, auch noch einen Tatort aufzumachen. Also ich finde es grauenvoll. Es gibt inzwischen, glaube ich, 1162 oder 64 Tatorte. Selbstverständlich sind unter dieser Zahl auch ein paar gute, keine Regel ohne Ausnahme. Aber grundsätzlich gibt es etwas, was mich zur Weißglut bringt. Und das ist diese sozialdemokratisch mittlere Vernünftigkeit, die den Tatort prägt. Was meinst du damit? Ja, sozialdemokratische mittlere Vernünftigkeit. Es darf ja nicht ein bisschen ausscheren. Es muss so dieses, auch gesellschaftlich, politisch, man darf nicht so weit rausgehen, es muss alles schön im Rahmen bleiben. Es gab ein Beispiel, da lagst du wahrscheinlich noch in den Windeln, da hat der WDR gewagt, einen Tatort zu machen, mal auszubrechen, und zwar mit einem amerikanischen, mit einem Hollywood-Haudegen, mit Samuel Fuller. Die haben den geholt, haben gesagt, ja gut, jetzt machen wir mal einen Tatort, der mal ein bisschen aus dem Rahmen fällt, machen wir das mal. Das war der Beitrag Tote Tauben in der Beethovenstraße.
Keine Ahnung. Oder? Keine Ahnung. Eben. Nein. Und Fuller war so ein handfester Actionregisseur. Und dann hat der also einen Tatort nach seinen Vorstellungen gemacht. Ja, das Geschrei war mörderisch danach. Da gab es Fernsehsendungen. Da traten echte, reale Kommissare auf, die sagen, oh Gott, dieses Bild, das von uns hier in diesem Tatort geschildert wird, das geht nicht, das kommt bei den Leuten dann falsch an. Und sofort ist der WDR und alle anderen, NDR und überall, alle, die halt einen Tatort machen, wieder zurückgekrebst und haben wieder eben das, was ich als die sozialdemokratische mittlere Vernünftigkeit also gut, bezeichne, jetzt ich dir, gemacht, wo jetzt, auf keinen Fall ausgeschert wird. Mein Lieblingspaar, Bartitsch und Leitmeier aus München. Ja, die sind, die treten heute Abend übrigens auf. Weil genau. Heute gibt es ja den zusammen mit den Berlinern. Das Jubiläums-Dingsbums, den ersten Teil. Und da treten die auch auf. Und ich habe bei den beiden immer den Eindruck, mit ihren flohweißen Haaren, die tragen die wie eine Monstranz vor sich her. Das ist das Einzige, was die beiden Deppen aus, was die beiden prägt. Und dann kommt noch etwas dazu. Das Schlimme an den Tatorts ist, alles muss ein Diskurs sein. Deshalb treten ja immer zwei auf. Zwei Männer, zwei Frauen oder ein Mann und eine Frau, damit sie den Fall, den sie gerade behandeln, auch besprechen können. Also ein Mord kann nicht einfach ein Mord sein. Unmöglich. Das muss ja eine Ursache haben. Damit, da und ist einfach die ein Drogenszene. Ja doch, nein, es ist so. Dieses Zeug. Und das macht die ganzen Sachen so grauenvoll. Das ist entsetzlich, gut, dieser einfach, Tatort. Um etwas wieder sachlich zu werden. Nein, das ist Bartitsch, sehr sachlich. Bartitsch und Leitmeier sind das erfolgreichste Team. Sie haben schon 84.000. Ach, ob die erfolgreich sind, ist doch, das ist doch keine Begründung. Sie haben schon 84.000. Sie sind grauenvoll. Was aber? Das sind Knall. Tüten, wie die anderen auch. Einfach noch zwei, drei Informationen. Tatort war früher ein regelrechter Strassenfeger, 25 Millionen Leute haben geschaut. Ja und? Heute sind sie im Schnitt noch zwischen 8 und 10. Und, also immer noch sehr, sehr erfolgreich. Ja, und? Ja klar. Und die erfolgreichsten heute sind, was Zuschauer anbelangt, Björne und Kommissar Thiel, die beiden aus Münster. Und das sind ja eher witzige Fälle. Das sind ja, ja und das ist für dich diese Aufzählung, das ist für dich also wie ein Gottesdienst. Jeden Sonntagabend, ach, jetzt kommt wieder ein Tatort. Was ist da wohl los? Treten wieder Badisch und Konsorten auf oder wie der andere heißt? Zeigen sie wieder ihre weiße Mähne? Oder ist jetzt der Alte aus Köln dieser eine? Nein, mich interessieren natürlich erst die Fälle. Nein, es ist ja immer doch spannend. Nein, wirklich. Also gut. Und dann ist diese ganze, ich meine, es gibt ja sowieso das Deutsche Fernsehen und nicht nur das deutschsprachige Fernsehen ist ja gefüllt mit Krimis. Es ist ja, man kann ja kein Vorabend-Fernsehen anstellen, ohne, selbst der Förster ist jetzt inzwischen auch ein Ermittler. Überall werden nur Krimis gemacht. Mich erstaunt einfach, wie viel du zu sagen hast, ohne es jemals zu schauen. Na, ich habe die alle gesehen. Ich habe die alle gesehen. Also, doch auch. Na, sicher muss das ist auch deine Religion. Gut, dann sag doch etwas zum neuen Schweizer Tatort. Es gibt wir haben zwei neue Ermittlerinnen. Bitte, zwing mich nicht dazu. Also das, jetzt machen das mit zwei Frauen. Das finde ich ja vernünftig. Eben. Schön. Aber bringen Sie eine Geschichte, ein Mord, und du weißt schon, jetzt kommt die eine, kommt ja aus dem Zürichberg. Man weiß also schon, da ist also ein Bildungshintergrund und all, und dann weißt du schon, jetzt wird wieder die Vergangenheit rausgeholt. Jetzt wird gut, wieder, aber die beiden jetzt Frauen wird wieder Zürich brennt geholt. Ja. Ach, die beiden Frauen, auch das siehst du, auch daran siehst du ja, worum es geht, den Diskurs. Es wird diskutiert. War das damals verkehrt, Zürich brennt? Müssen wir heute nicht das mehr aufarbeiten? Warum können die nicht mal einfach einen Krimi erzählen? Eine richtige, schöne Krimi-Handlung. Letzten Sonntag lief einer mit Ulrich Tukur. Das war wirklich eine reine Krimi-Geschichte. Nein, das war eine Komödie. Sicher war es komisch. Das war ja nur lustig. Trotzdem war es ein Tatort. Ja, aber es war sehr spannend. Sehr spannend. Das Einzige, was ich dem Schweizer vorwerfe, die haben ja mal angefangen mit dem Kommissar Gnädigen, also mit Matthias Gnädigen als Kommissar. Das ist der erste Kommissar im Schweizer Fernsehen. Der war selber der Mörder und hat sich am Schluss umgebracht.
Und jetzt wieder? Jetzt, bei der Reedition, ist der Polizeipräsident der Mörder und bringt sich am Schluss um. Da finde ich auch, die Entwicklung von der Geschichte ist nicht wahnsinnig ja, gross. Ist auch so. Aber die beiden Kommissare, die sind also, von denen halte ich fest. Es ist auch so billig gewesen. Ja, von der Geschichte her, aber nicht von der Besetzung. Also, komm, ach, komm, finde ich super. Es ist grauenvoll. Nein, es ist entsetzlich. Also gut, wechsel das Thema. Aber Moment, den allerersten, wie heißt der allererste Tatort? Der allererste Taxi nach Leipzig. Sehr gut, das weißt du ja sogar. Mit Kommissar Trimmel. Und das war noch ein Kerl, ein Patriarch. Das ja, mit Stumpen im Mund. Mit Stumpen im Mund, der, ja. Dann wurde er auch noch getrunken. Das meine ich eben damit, mit der mittelmäßigen ach, Vernünftigkeit. Ach, alles nicht mehr erlaubt heute, um ja, Gottes Willen. Aber nicht nur im man Tatort. Muss vernünftig ermitteln. Auch im Ziehstiegsclub. Ja, aber der Tatort könnte ja etwas anderes mal sein. Auch wir haben nichts zu trinken. Also nein, das ist nicht der gut, also, Happy Birthday Tatort. Heute zum Geburtstag eine Doppelfolge in der Familie. Eben spielt mit den Kommissaren aus München und mit denen aus Dortmund. Baditz und Leitmeier, meine Lieblinge. Heute nach der Nacht SRF, ORF und ARD. Jetzt etwas ganz anderes. Anfangs der Monat im Fernsehen hat etwas für Aufsehen gesorgt. Eine grosse Eigenproduktion von SRF. To love, peace and freedom. Prost! To love, peace and freedom. Es klappt mit meinen Brüdern. Grüßt zurück von der Grenze. Hat nie gedacht, dass mein Jüngster zuerst heiratet. Du warst noch nicht 5 Jahre an der Grenze. Schwiegervater, gib mir eine Chance. Ich bin bereit. Ich habe so viele Ideen. Deine Kunstfasertraum. Genau hier könnte die neue Produktionsstätte für synthetische Spinnmassen entstehen. Deine Idee ist mutig. Das gefällt mir. Die Schweiz will aktive Hilfe leisten. Sie kommen aus Buchenwald und haben Unvorstellbares erlebt. Und geil, Märli und Propaganda. Die Schweizer Seite halt auch nicht anders. Wir befürchten, das könnte sich eine vitale Nazi-Untergrundbewegung formieren. Wir sitzen hier wie die Maden im Speck in den edelsten Hotels, saufen Champagner. Ich kann euch Namen geben. Ich bin amerikanische Journalistin. Ich arbeite eng mit den amerikanischen Geheimdiensten, weil wir uns für dieselben Leute interessieren. Der Frey, der ist in meinen Ermittlungen auftaucht. Inwiefern? Der Johann hat doch gewiss nicht mit Absicht den Nazi eingestellt. Wem gehört das investierte Geld? Ich will die Wahrheit, und zwar jetzt. Und wir beherbergen die Leute wie Könige. Es geht um Millionen. Namensaktien und Schmuck von der holländischen Familie. Er wäre das Trüffelschwein der Nazis. Und das schaffst du, Karl und den Scholz zu überführen, dann brauchst du doch nicht allen mich und die Firma in Dreck zu ziehen. In Dreck ziehen. Es kann sein, dass ich und die Firma in eine finstere Sache geraten sind. Sechsteiler angesiedelt, gerade nach dem Zweiten Weltkrieg. Der eine Strang spielt in der Villa von einer Fabrikantenfamilie, die dank dem Krieg zu einem grossen Vermögen gekommen ist. Jetzt aber stocken die Maschinen, weil der Krieg fertig ist. Die Tochter von dieser Familie engagiert sich in einem Flüchtlingsheim. Dort trifft sie auf Kinder und Jugendliche, die das KZ überlebt haben und sich jetzt in der Schweiz kommen, erholen. Die Sehnsucht nach einem Neuanfang ist riesig, aber die Vergangenheit lässt sich nicht abschütteln. Wolfgang Knorr, ich fand es das Beste, was seit langem aus dem Hause SRF gekommen ist. Fand ich auch. Das ist eine ganz großartige eine Miniserie, ich glaube sechs Folgen. Ganz hervorragend. Das liegt nicht nur an der Autorin, der Frau Wolpe, die hat das ja entwickelt. Die hat schon einen hervorragenden Spielfilm gemacht über das Frauenstimmrecht vor einigen Jahren. Genau, ja. Die göttliche Ordnung. Das ist mir damals auch schon aufgefallen. Und um dir das mal zu erklären, warum ich das so großartig finde. Endlich eine Serie, wo es einen emotionalen Mittelpunkt gibt. Das Tolle an
dieser Serie ist doch, dass sie mit einer gewissermaßen Kain- und Abel-Konstellation arbeitet. Zwei Brüder, der eine übernimmt die Fabrik, der andere ist bei der Geheimpolizei und der hat eine Vergangenheit. Der war in der Zeit des Krieges, stand er an der Grenze und der andere hat das Glück, er heiratet die Tochter des Unternehmers, des Tuchunternehmers. Und wie die beiden aufeinander zugehen, wie die miteinander spielen, das ist immer ein emotionaler Mittelpunkt. Und das verlangt der Zuschauer. Ich will mich identifizieren. Und das kann ich hier. Und das schafft auch noch eine Spannung, weil man nie weiß, ist jetzt der Bruder dieser Polizist, was hat der für einen Hintergrund? Was ist das für ein merkwürdiges Verhalten, das der an den Tag legt? Und genau das zieht dich, den Zuschauer, mit weiter in die Geschichte hinein. Um den Hitchcock zu zitieren, ich muss den Zuschauer gewissermaßen am Nasenring packen und reinziehen. Und genau das meint er positiv und das ist auch positiv zu verstehen. Und die Wolpe und ihre Regisseure, sie hat ja nicht alleine die Folgen inszeniert, der ist das hier gelungen. Das ist wirklich ein auf dem internationalen Markt konkurrenzfähige Serie. Wirklich großartig. Auch das ganze Ambiente, der Hintergrund, wie liebevoll das rekonstruiert worden ist, die Nachkriegsjahre, die End-40er Jahre, die 50er Jahre, auch die Stimmung, die damals herrschte hier im Land. Also ich kann nur sagen, ein absolut in jeder Hinsicht großartige Angelegenheit. Da bin ich jetzt aber sehr froh, ja, es geht mir genauso. Also ich würde sagen, da machen wir eine Wertung, wie wir das gewohnt sind aus Kinozeiten. Ein tolles historisches Epos mit einem wuchtigen Spannungsbogen, große Gefühl, das bin ich völlig mit dir einverstanden, große Emotionen und auch sehr starke Darsteller. Absolut, die sind natürlich auch gut. Ja. Sowohl die Jungen, die man noch nicht kennt, wie auch Ältere. Stefan Kurt, der saß ja auch schon hier bei uns. Und sie sind auch nicht wie man es oft so gesehen hat. Es gab doch mal vor einiger Zeit diese Gotthard-Serie. Die war schlecht, weil sie keinen Mittelpunkt hatte. Und die Schauspieler waren dann auch so wie auf einer Bühne, theatralisch. Das ist hier nicht der Fall. Nein, die spielen beiläufig. Es ist total glaubwürdig, es ist total intensiv und praktisch ohne Klischees. Das ist ja absolut, auch ganz heikel dazu. In so einem Fall. Wirklich Chapeau, von mir gibt es 5 Sterne. Ja, von mir auch, absolut. Das ist wirklich eine ganz großartige Serie. Kann man uns hoffen, auf diesem Gebiet weitermachen, wenn die Wolpe sowas wieder macht. Die Wolpe und Regisseur ist übrigens Michael Scherrer, den kannte ich auch nicht. Er hat die kleine Hexe gemacht. Ja, also ist wirklich toll. Ja, ne? Ja. Gut, also das freut euch sehr. Zum Schluss noch ganz ein kleiner Hinweis aufs Kino, weil wir kommen ja doch von dort. Netflix ist ja so ein Zwitter. Sie produzieren Filme, so teuer wie Hollywood Mainstream, zeigen sie dann aber nur auf der Plattform. Netflix-Filme müssen aber Gott sei Dank, wenn sie am Oscar-Rennen teilnehmen, 2 Wochen im Kino laufen. Und durch das laufen jetzt eigentlich sehr gute Filme im Kino, nur für kurze Zeit. Also Netflix, wo man immer gesagt hat, ist der Totengräber vom Kino, rettet im Moment das Kino. Welche sind deine Favoriten im Moment im Kino? Von da gibt es natürlich diesen Film Mank. Das ist die Geschichte des Drehbuchautors Henry Mankiewicz, der Citizen Kane geschrieben hat. Da gibt es ja die Diskussion, hat nun Orson Welles eigentlich Citizen Kane geschrieben oder was Mankiewicz? Und David Fincher hat das verfilmt, die Geschichte in Schwarz-Weiß. Unglaublich kühn und faszinierend und natürlich die Hollywood-Studios haben das gleich von vornherein abgelehnt. Und da springt eben Netflix ein, das ist ja nun mal so. Und es gibt noch einen anderen Film, den ich faszinierend finde und den ich nur empfehlen kann. Auch da hat die Produktion natürlich kein Studio, kein Kinounternehmen gefunden, die haben gleich abgewunken. Das ist mit Sophia Loren, die spielt als 80-Jährige noch einmal in einem italienischen Film mit. Sie spielt eine ehemalige Prostituierte, die sich der Kinder von anderen jungen Prostituierten annimmt und die sie gewissermaßen erzieht. Und das ist wirklich faszinierend. Ich meine, dass die Frau noch den Mut hat, sich vor die Kamera zu stellen und dass man das auch noch macht. Regie hat der Sohn geführt von ihr, der Ponti. Und
Alles solche Sachen, die finde ich interessant. Dann gibt es noch Hillbilly Elegy, auch das ist eine Netflix-Produktion. Alles Sachen, mit Glenn Close. Ja, die mit Glenn Close, die zwar kurz eine Woche oder so ins Kino kommen, aber sie haben keine Produktion, keine Studioproduktion fürs Kino bekommen. Und das finde ich eigentlich bedenklich, dass die Streaming-Dienste offenbar, also das Kino, mehr oder weniger ersetzen. Ich finde es furchtbar. Ich bin ja ein Kinofreund, aber wenn man das betrachtet, die Zukunft des Kinos sieht dann schon ein bisschen duster aus. Oder? Ja, ich sehe sie nicht so duster. Nein, die Leute freuen sich, wenn sie wieder ins Kino gehen können. Die Studios nicht mehr den Mut haben, wirklich eigene Filme noch ins Kino zu bringen. Jetzt ist ja schon die Diskussion James Bond, ob man den neuen James Bond nicht doch in Streamingsdienst holen soll. Ja. Ist unvorstellbar. Also, so viel von unserem Corona-Kino-Special. Herzlichen Dank. Vielen Dank, unseren beiden Filmkritikern. Man kann den Frieden zum Beispiel, das kann man auch runterladen. Es gibt vom Schweizer Fernsehen selber jetzt eine App, also ähnlich wie Netflix, wo Film vom Schweizer Fernsehen und auch andere Schweizer Filme drauf sind, das kann man dann jederzeit dort auch die ganze Serie aufs Mal schauen, wenn das jemand möchte. In den letzten Wochen ist ein Buch von André Seidenberg rausgekommen, über das Verhältnis damals auf dem Platzspitz. Der André Seidenberg ist damals der bekannte Drogenarztgesetzbuch, heißt «Das blutige Auge des Platzspitzhirsches». Es besteht eigentlich in sehr vielen, relativ kurzen Geschichten, wo der André Seidenberg Patientinnen und Patienten von sich selber beschreibt, was passiert ist. Allerdings, was Namen und so weiter betrifft, vollkommen verfremdet. Keiner würde sich da wieder erkennen, so hätte er auch können, wirklich ohne Rücksicht hat er können, die Wahrheit schreiben. Das Buch hat mich sehr berührt, weil ich bin zwar in dieser Zeit auch engagiert gewesen, ich habe sie auch erlebt, aber jetzt mit einer gewissen Distanz wieder zu sehen, was dort eigentlich alles abgegangen ist und das Ganze mit einer grossen Liebe und zum Teil humorvoll, also ein Buch, das mir einen grossen Eindruck gemacht hat und ich bin wahnsinnig froh, dass ich mit dem André Seidenberg heute darf über das Buch reden. Bitte komm zu uns. Danke, Moritz. Ich habe es ja jetzt zum zweiten Mal noch einmal angeschaut und was mir wieder aufgefallen ist, die grosse Liebe, die du eigentlich zu den Menschen, die da drin vorkommen, hast. Nicht ganz zu allen, also zum Kantonsarzt zum Beispiel ist die Liebe nicht so wahnsinnig gewesen, aber jetzt doch zu all den Drogenabhängigen, in was für einem Stadium auch immer. Und das beschäftigt mich auch ein bisschen. Wie kann man eigentlich jetzt gerade jemanden, wo von der Drogen geplagt ist oder, und abhängig ist und süchtig ist und ja eigentlich auch ein bisschen unvernünftig ist, also ja, ein bisschen, wie kann man denn einerseits sie gerne haben und den andererseits muss man doch auch mit einer gewissen Härte durchgreifen? Und also was hat sich da bei dir abgespielt? Also in erster Linie bin ich Arzt gsi und han einfach schlicht einen Patient vor mir und muss schauen, wie handle ich den Fall, ist auch ein Fall, also wie gehe ich um mit diesen Schwierigkeiten, wie nehme ich die auf, wie kann ich ihm helfen, dass er weniger Schwierigkeiten hat. Das ist eine ganz sachliche Ebene, die natürlich im Vordergrund steht. Aber das sind dann bei dir auch immer zwei Ebenen gewesen. Die eine Ebene ist der Patient, die Patientin selber. Aber auf der anderen Seite hast du auch gesehen, dass gewisse Rahmenbedingungen radikal müssten geändert werden und hast dich dort eingesetzt. Dort sind dann schon Emotionen auch drin gewesen, aber auch dort ist es natürlich dann rasch mal so. Wie macht man, dass es wirklich sich verbessert? Nicht einfach nur, damit man seine Wut oder seine anderen Emotionen deponiert hat.
Und das ist ja der andere Teil, wo, also nicht etwa das Buch 1, Teil 1, Teil 2, Teil 3 hätte ich nicht so, sondern es geht durcheinander. Es kommen immer auch wieder die Schilderungen von der Konfrontation mit Behörden, auf verschiedensten Stufen, also von Polizei über Kantonsarzt, über Stadträtinnen und so weiter. Wie hast du denn das gemacht? Also kann man denn einerseits für die Patienten voll da sein und auf der anderen Seite eigentlich doch ein politischer Kämpfer sein? Ja, das war also manchmal eine Schwierigkeit gewesen, also dass man eben dann nicht mehr für den Patienten einen neutralen Spiegel kann darstellen oder sein, dass man vielleicht den Patienten dann das öffentliche Bild, das er von einem hat, auf sich bezieht und nicht merkt, dass man da in einer anderen Rolle drin ist. Das kann auf dieser Ebene kann das schwierig sein, aber emotionell ist das natürlich nicht schwierig gewesen, also für mich in dem Sinn, dass ich in der Öffentlichkeit, ja einerseits ist das natürlich immer auch ein narzisstisches Spiel, also das ist natürlich so, oder? Auf der anderen Seite ist dann aber in der Öffentlichkeit auch schlicht Möglichkeit gewesen, wirklich zu schauen, dass es andere Bedingungen gibt und sich dort einzubringen und das sind Emotionen, zum Teil auch hilfreich, oder? Und eben, ein Anwalt, finde ich, hat es dann eigentlich noch einfacher, oder? Ein Anwalt ist von Gesetzes wegen da, um seinem Klient zu helfen, oder? Und dann hat er da eine Übermacht von auch Polizei, Bezirksanwalt, aber dem Klient soll er helfen, das ist seine Aufgabe. Und da kann man sich eigentlich ziemlich einfach machen. Aber als Arzt, kannst du dann nicht einfach seinen Wünschen nur entgegenkommen, oder? Wenn ein Anklagter, ein Anwalt sagt, ja, ich bin es nicht gewesen, obwohl er es gewesen ist, oder? Dann tut der Anwalt halt sagen, er ist es nicht gewesen. Aber das kannst du ja nicht. Du musst ihm ja helfen, du musst ihm auf seine Widersprüche aufmerksam machen, ja. Und auch dich gegen ihn stellen. Ja, klar. Also am extremsten ist, wenn er einem offensichtlich belügt oder irgend so oder bescheisst oder einem, was weiß ich, ein Rezept klaut und ein Rezept fälscht oder tätige Geschichten. Es gibt Grenzen, oder? Das ist klar. Als Doktor hast du irgendwo auch halt der Punkt, wo du dann nicht sagst, da ist jetzt die Grenze fertig, oder? Das geht, alles andere darüber aus geht nicht, dort wird es nicht sein, dort kann ich nicht mehr mitmachen, das ist nicht sicher, das ist gefährlich. Aber das ist relativ eigentlich auch einfach, muss sich nur sorgfältig überlegen. Also wenn man sich immer der hat mich jetzt hintergangen und ja, nein, also so, oder? Also dann musst du ihm aber ein bisschen verzeihen, wie ein Vater einem minderjährigen Kind oder einem ist Baby. Das ist einfach nicht dort, wo meine Emotion dann spielt, oder? Mhm. Also der, ja. Ja. Und was immer wieder. Aber das stimmt auch nicht ganz, oder? Natürlich bin ich auch sauer geworden und habe ausgerufen, das kann ich, oder? Klar. Ja, ja. Ja. Und das musst du auch, oder? Ja, und was eben auch im Buch halt immer wieder hat mit der Geschichte zu tun, vorkommt, ist der Tod. Immer wieder kommt der Tod vor und das Elend vor. Und da habe ich mir gedacht, du bist mittendrin gewesen, oder? Mittendrin, du hast es vor Nächstem gesehen. Ja. Also, hätte das nicht nachhaltig auch kaputt gemacht, oder? Nein, das hat mich, glaube ich, nicht geschlossen. Aber es ist natürlich schon so, wenn jede Woche eigentlich müsstest du auf den Friedhof gehen und nicht einmal das dann kannst. Also ich kann nicht Zeit hatte, immer auf den Friedhof zu gehen, aber das hat mir eigentlich noch gut getan. Also können Abschied nehmen von Leuten oder eben das nicht können wirklich. Das ist also schon etwas sehr Unangenehmes, wenn man das nicht mehr kann, wenn das ein Übermaß gibt, wenn man auch merkt, dass einem die Emotionen fehlen, abhanden kommen. Ja, wie machst du das? Also das ist etwas, wo man immer wieder muss schauen muss, wie macht man es und dann Ja, aber es ist auch normal, also irgendwo ist es auch normal für einen Doktor. Ich bin auch nicht allein mit dem, oder? Ein Onkologe erlebt das auch und niemand kräht, kein Handkräht. Ja. Ich möchte jetzt auch nicht den Eindruck erwecken, dass es ein wahnsinnig trauriges Buch ist. Das ist eben überhaupt nicht so. Es ist eben auch ein humorvolles Buch, oder? Wo man wieder einmal wo man sieht, was die Bedeutung von Humor ist also für mich, oder? Es ist auch, dass man aus einem anderen Blickwinkel etwas betrachtet und indem es
dann auch unbeschwert kann darlegen kann, nimmt es einem auch ein bisschen den Schrecken. Und ich meine, es kommen ja nicht nur Begegnungen mit Patienten und Drogenabhängigen vor, sondern beispielsweise auch mit Politikern. Also eine Geschichte habe ich furchtbar lustig gefunden. Ich tue sie einfach nur ganz kurz zusammenfassen. Ursula Koch, Stadträtin, Emilie Lieberherr, Stadträtin, sind sich spinnefeind im Stadtrat, haben sich ausgesprochen dann einmal im Hotel Trümpi, ist nicht gut geworden. Es ist so verrückt geworden, dass der Emilie Lieberherr kollabiert hat und zusammengeht. Jetzt kann man schon fast lachen. Dann ist der Notfallarzt gerufen worden. Wer ist der Notfallarzt? Ausgerechnet der André Seidenberg wird dorthin weckt sie wieder auf. Emilie Lieberherr und sagt, sie sind ja der junge Arzt, der für die Heroinabgabe ist. Der kleine Frechdoktor. Die kommen in eine Diskussion und sie treffen sich und mit der Zeit tut Emilie Lieberherr sieht das ein und wird zu einer Verfechterin von der Heroinabgabe. Also so Sachen sind eben da rein auch, das ist wahnsinnig lustig. Es hat auch eine andere Begegnung und da wäre ich jetzt noch froh, wenn du die würdest vorlesen. Er ist gerufen worden, von einer Frau, die von einem Mann Angst hatte und eine Pistole hatte. Und der ist dorthin und hat dann die Pistolen abgenommen und hat dann plötzlich eine Pistole in der Hand, wo er sich eigentlich nicht so gewöhnt war. Und jetzt bitte, wenn du das vielleicht noch würdest vorlesen, was nachher passiert ist. Ja, so war nicht mit dieser Waffe, oder? Die Hauptwache ist ein ehrwürdiges Sandsteingebäude. Die Eingangstüre stand weit offen. Ein breites hölzernes Pult trennte den schmalen Publikumsbereich vom Personal. Der Empfang war menschenleer. Jemand da? Irgendwo in der Tiefe des Gebäudes waren Stimmen und sogar Geschrei zu hören. Man konnte nichts verstehen. Ich wartete. Hallo? Es wurde mir zu blöd und ich wollte schon fast wieder gehen. Da kam ein Uniformierter. Er sah mich kaum an und setzte sich an eine Schreibmaschine mit dem Rücken halb zu mir. Dann kam ein weiterer Polizist. Ups. Ohne mich bemerken zu wollen, durchquerte ich den Raum und verschwand in einen Teil, den ich nicht einsehen konnte. Ja, fragte der halbe Rücken mich, ohne mich anzuschauen. Um was geht es? Ich merkte erst, dass der Polizist mich meinte, als er erneut ansetzte. Um was es geht, Herrgott, nochmal? Ich hätte da eine Pistole, die ich abgeben müsste. Ich solle während der Bürozeiten wiederkommen. Es sei aber eine illegale Waffe und ich wisse nicht, was damit anzufangen sei. Ich hätte den Revolver in meinem Dienst als Notfallarzt einen Patienten abgenommen und der habe gesagt, dass die Waffe nicht registriert sei. Also was nun, eine Pistole oder ein Revolver? Der Polizist drehte sich jetzt zu mir um. Was sind Sie? Wer sind Sie? Ich erklärte erneut, dass ich Notfallarzt sei und legte meine Visitenkarte auf den Tresen. Das kann jeder sagen. Kommen Sie am Tag wieder, tönte nun auch der zweite nicht sichtbare Polizist. Ich nahm meinen ganzen Mut zusammen und erklärte, dass ich nicht mit einer Waffe umgehen könne und diese jetzt noch vor meinem Dienstende loswerden müsse. Ich zog die Waffe aus meinem Hosenbund und legte sie auf das Holz. Der Polizist zuckte regelrecht zusammen, als er den Revolver sah. Er stoppte die brüske Bewegung und griff sich stattdessen seine Uniformmütze. Der Kollege lugte ebenfalls verdutzt um die Ecke und hatte eine Hand am Halfter. Der Erste bequemte sich endlich an den hohen Empfangstresen und fragte: Name, Vorname, Geburtsdatum, Bürgerortstraße, Postleitzahl. Ich musste mich ausweisen. Dann aber wollte er wissen, wie ich zu der Waffe gekommen sei. Ich erklärte erneut, dass ich bei einem Krankenbesuch die Waffe einem Patienten abgenommen habe. Nein, ich würde weder sagen, wo genau dies geschehen sei, noch wie der Mann geheißen habe. Das ist Arztgeheimnis. Der zweite Beamte war hinzugetreten. Er untersuchte die Knarre, er blickte hoch und drohte. Sie machen jetzt eine vollständige Aussage oder wir werden Sie hier behalten. Glücklicherweise fiebte mein Funkgerät. Ich sprach mit der Ärztezentrale und versprach meinen Rückruf in wenigen Sekunden. Das werden Sie nicht. Sie werden mich festnehmen und
Sie werden mich festnehmen und ich nicht zum Einsatz beim Patienten erscheinen kann, werde ich Sie wegen Gefährdung oder noch Schlimmerem verklagen. Ich habe Ihnen meine Personalien und das Ding gegeben. Sie quittieren oder schicken mir die Quittung nach Hause, aber jetzt bin ich weg. Zu Hause stöhnte meine Frau im Halbschlaf und drehte sich um, als ich endlich unter die Decke kroch. Von der Polizei habe ich in der Sache nie mehr etwas vernommen. Danke vielmals. Es hat eben mehrere solche Geschichten, dann eben wieder die von der, von der Behörden, die sich damals nicht einig waren. Das vielleicht noch als ein Rückblick. Es sind damals verschiedene Ideologien und auch Zuständigkeiten aufeinander prallt. Oder? Es war so, gewesen, dass Stadtrat und Regierungsrat sind miteinander im Clinch waren, was man soll machen soll. Aber innerhalb des Stadtrats hat es eben auch Auseinandersetzungen gegeben. Die sind sich nicht einer Meinung gewesen. Innerhalb des Regierungsrats auch nicht. Es sind Ideologien über das Harte durchgreifen, ob man soll, ob die Heroinabgabe soll machen soll. Dermassen aufeinanderprallt, dass überhaupt nichts gegangen ist. Man hat sich gelähmt und das erinnert mich zum Teil auch ein bisschen an die heutige Corona-Diskussion. Also ich muss es abschmettern, also nur ein bisschen. Aber manchmal ist es schon so, dass verschiedene Ideologien aufeinander gehen und nachher geht überhaupt nichts zum Schaden von einer Bewältigung von einer Krise. Ja, also damals war die Auseinandersetzung schon ziemlich bösartig. Auch. Also es hatte irgendwo eine böse, aggressive Potenz, gehabt, wo man glaubt, also das meinst du wahrscheinlich mit, ja jetzt ist bei Corona. Wo man heute nichts kann sagen kann, so. Ja, das muss ich sagen. Drogen, die Aufmüpfigkeit der Jungen, Drogen, das war so ein Ding, ein Findbild von den einen. Und die anderen haben natürlich schon irgendwo das Gefühl gehabt, ja, man könne mit Drogen die Freiheit erreichen oder irgendwie das grosse Glück und der Ausbruch. Das ist frontal aufeinander, also das ist wirklich frontal und auch gewalttätig aufeinander in der Gesellschaft und dann hat sich das natürlich die Politik, was du erlebt hast, auch gespiegelt. Ja. Also wenn ich schon darf, ich möchte noch einen Satz, wenn ich es gerade finde, würde ich mich selber vorlesen, wo du, also nur weil du jetzt gerade das gesagt hast von der Freiheit, ein Absatz ganz am Schluss lautet: Wie viel leichter ist es, das Fehlen von Freiheit zu beschreiben, als die Freiheit selbst? Der Rausch ist nicht die Freiheit. Der Rausch zeigt uns Freiheit. Folgt der Kater unweigerlich? Ja, ich, André Siederberg, bin angetreten mit der Idee, im Rausch einen Weg aus der Beengung und sogar die Freiheit selbst finden zu können. Wohin bin ich damit gekommen? Freiheit ist kein konsumierbares Produkt, wie die Werbung täglich suggeriert. So wieder. Das ist einfach aus dem aus, hat man wie vieles einen grossen Eindruck gemacht. Also, danke vielmals für das Buch. Ich hoffe, obwohl jetzt, du kannst auch nicht so auftreten mit diesem Buch, ich hoffe, es kann sich einigermaßen auch wieder unter die Leute mischen. Man kann es hier erwerben. Nachher beim Rausgehen. Und die es später hören, können es ja sonst irgendwie erwerben. Du hast jetzt, wo du dies vorgelesen hast, hast du ja noch einen Hund dabei gehabt bei der Polizei, der Bobbeli. Ja, oder? Der Bobbeli. Der eine Satz habe ich weggelassen. Oder? Weil, also, der Bobbeli hat mich dort begleitet, auf diesen Notfalleinsatz. Oder? Der ist dann reingekumpelt und dann hat er mich sehnsüchtig erwartet. Und, also mit dem Bobbeli gibt es dann manchmal auch noch Geschichten. Eben, es ist einfach eine Umschreibung, das mit Töffli-Buben, was dort alles passiert ist, wo man eigentlich schon wieder verdrängt. Es ist natürlich schon schlimmes Zeug passiert. Also ja. Jetzt haben wir sehr die humoristische Seite. Ja. Aber es ist schlimmes Zeug passiert, klar. Ja. Also Töffli-Buben ist nicht eine lustige Geschichte. Nein, das ist ganz. Also ich habe sie jetzt noch mal gesehen. Ich gebe dazu, es sind mir Tränen gekommen. Es ist dermassen furchtbar. Weil der zweite Teil habe ich ja nicht gewusst. Ich habe gewusst, also Dani, Michi, Renato, oder die, wo von der Polizei in den Tod gehetzt worden sind. Aber das nachher 14 Tage später. Der Bruder von ihm, also der andere Sohn von den Eltern, auch unter ein Auto gekommen ist und gestorben und du bist als Notfallarzt her. Es geht schon sehr, sehr unter die Haut zum Teil. Also,
Jetzt das von Popeli habe ich vorher nur gefragt, aber den Popeli, den hast jetzt du jetzt nicht mehr, oder? Ja, leider wäre ja dann auch schon auf alt 40. Ja. Aber da habe ich dir jetzt eben wollen helfen und eine neue Kraft geben. Er wird dich in deinem künftigen Leben gern begleiten und danke dir für das Buch und dass du zu uns gekommen bist. Danke vielmals. André Seidenberg. Wie versprochen, beglückt uns jetzt noch einmal der Delio Malert, das mal begleitet von Markus Keller. Als Übergang vielleicht, bis sie da vorne sind, kommt nur. Der Delio Malert hat mit dem André Seidenberg nämlich auch etwas zu tun. Es läuft ja, oder ist gelaufen, ich weiß nicht, wo man ihn kann sehen. Auch in dem Schweizer Fernseh-App kann man sehen, Platzspitz Baby. Und dort spielt der Delio Malert auch, hat er eine Rolle, nämlich der Freund vom Platzspitz Baby. Also, sind alle ein bisschen miteinander verwandt und nahe beieinander. Bitte, das 9 Tram, wenn ich mich nicht täusche. Raz, zwei, raz, zwei, drei. Ach, Scheiße. Gestern Nacht hat das 9 Tram statt heim ins Depot zu gehen. Plötzlich niemand weiss, warum sie sich in ein Gleis verlor. Ist zum Mimmo aufgeflogen und der Nadina in der Nacht verschwunden, ohne Spuren zu hinterlassen. Sieben Hunde haben kläglich gejault, grad wo das ist geschehen. Und ein kalter Windstoß ist dort mon Bijou allein. Und sie hat den Betrunkenen, was als einzige hat gesehen. Durch die leeren Strassen brüllen, oh Herr Jemine. Das hat dann ein Polizist, wo der zur Stelle war. Hühner hutig jagt, als er ein Ei hat gelegt dabei. Und eine Frau hat gedacht, wie nützlich doch die Jugger sind. Hat sie genommen und prägelt, bis ein Stier ein Auge ist. Prägeln wir mal! Res, zwei, res, zwei, drei. Doch der Stier ist aus der Pfanne, draus brennt und davon. Fliegt in den Brüllen laut und zetter Mordio. Bis der Stier sich in ein Tram verwandelt hat und so. Auf der Gleis ist weiterfahren gegen das Tramdepot. Darauf ist es wieder stiller geworden und dann schliesslich Ruhe. Das 9 Tram ist hinten um ein Rank am Depot zu. Ein hat noch gerufen, in die Füße blasen mir in die Schuhe. Und ihr habt jetzt sicher von meinem Geschichtli alle genug. Zuschauer und zwei Bernhardiner. Danke euch. Danke vielmals. Merci vielmals für den Besuch und viel Erfolg beim ÖV. Dankeschön. Wie ebenfalls am Anfang versprochen, eine kurze Trendmeldung vom Abstimmungssonntag. Vom Gratis-Baden habe ich noch nicht. Das ist städtisch. Konzerninitiative, es sind 70% ausgezählt, 50,4% ja, aber es müssen noch 30%, also wir hoffen jetzt, die bei den Städten sind noch nicht ausgezählt und dafür die von Glarus und so, die sind ausgezählt. Also, es gibt ein Krimi, aber eins ist völlig sicher, wie es immer rauskommt, es muss nachgezählt werden.
Es muss nachzählt werden. In den USA tut man nachzählen, in Georgia tut man nachzählen. Die deutsche Nationalmannschaft hat auch angeordnet, dass das 6-0 gegen Spanien nachzählt wird. So kann das nicht weitergehen. Wir wissen das schon vom Dagobert Duck. Der hat ja immer seine Milliarden zählt und nachzählt und nachzählt. Und plötzlich hat er gemerkt, ja, mir fehlen ja 15 Jahre Renten aus Bern, das muss ich auch noch haben. Also, auch wir haben ja immer nachzählt mit den 50 und geht's noch und so weiter. Aber wie steht doch in der Bibel, kleinen Moment mit dem Mikrofon und aufmachen, ist alles ein bisschen. In der Bibel gibt es dazu auch eine klare Antwort. Es ist das Mal, sind es allerdings nicht Worte aus dem Bernhard-Evangelium, sondern aus dem Buche Bernhard, das ist aus dem Alten Testament. Ihr sollt nicht zählen und nochmals zählen. Die Heuschrecken, die euch plagen, sind nicht zu zählen, wie der Sand am Meer nicht zu zählen ist. Dann, ihr sollt nicht zählen, ihr sollt euch verhüllen und bedecken. Dann will ich den Wind drehen und er wird die Heuschrecken aufheben und sie ins Schilfmeer werfen und vernichten. Und die Pest wird ein Ende haben. Dann werden nach den 7 mageren Morgen wieder 7 fette Morgen kommen. Denn alles hat seine Zeit. Abstand halten hat seine Zeit. Beschränkungen haben ihre Zeit. Zu Hause bleiben hat seine Zeit. Nach Hause gehen hat seine Zeit. Diese Zeit ist jetzt gekommen. Geht nach Hause!